Erstmal Schluck vorab, genau. Gibt keine zweite Chance. Okay. Also dann auf eine nette Sendung, ihr Lieben. Prost. Prost. Und dann fangen wir an. So, ihr dürft den Countdown machen, Mädels. Von 5 runter. Mach du. 4, 3, 2, 1, Start. Guten Abend, Galopp Deutschland. Wir begrüßen euch herzlich zu einer Sondersendung, zu einem Special, zu Honsrad Special im Rahmen unserer Wetten-Das-Aktion. Und haben zwei Damen zu Gast im Bild. Und vielleicht könnt ihr euch beide ganz kurz vorstellen. Und dann sagt der Guido, wer er ist. Also ich bin Elisa Sonntag. Ich bin Besitzertrainerin, habe derzeit aber kein aktives Pferd laufen. Ich sammle irgendwie die Rentner. wir sind vom Reit- und Rennverein Honsrad und haben uns da so ein bisschen in die Organisation mit eingebunden. Und das ist die Fabi. Genau, ich bin die Fabienne Kratz, bin auch Besitzertrainerin, habe aktuell 4 Pferde, die ich trainiere und freue mich sehr auf den kommenden Renntag. Okay, Guido, wer bist du? Muss ich da jetzt was zu sagen? Guck mal in die Siegtabelle. Ganz, nach ganz oben, dann siehst du, wer ich bin. Ja, da wollen wir doch mal testen, und dann such dich. Du weißt ja nicht, Christian, dass ich so, sozusagen ein kleiner Spezialist für die kleinen Bahnen bin. Das weißt du nur nicht. Ja. Ich bin sozusagen Dauerbesucher in Sonsbeck, eine der schönsten Bahnen in Deutschland. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist in Honsrad sehr ähnlich. Deswegen, ich kann die kleinen Bahnen nur empfehlen. Wer noch nicht da war, da ist Pferderennen mal richtig Action angesagt. Da legen sich die Pferde in die Kurven, ja. Und da gibt es ordentlich was zu sehen. Meistens selbstgebackenen Kuchen und auch Würstchen, die nach was schmecken, nach Fleisch, ja. Und ich kann das nur empfehlen, wer echter Pferderennen-Fan ist, der muss auch auf den kleinen Bahnen mal gewesen sein. Ja? Das glaube ich, das unterschreibe ich dir. Ich glaube aber, nach der Sendung heute wirst du sagen, Sonsbeck ist nur das zweitschönste, denn Honsrad wird die schönste Bahn sein. Wir haben von euch, Fabi und Lisa, einen Videofilm bekommen, wo ihr eine kleine Aufnahme mit Drohnen gemacht habt über Honsrad. Also vielleicht können wir das mal einspielen, Florian Figge. Danke, dass du im Hintergrund uns wieder unterstützt, dass wir und die Zuschauer einen kleinen Eindruck bekommen, wie Honsrad denn aus der Luft ausschaut. Ein unmöglicher Traum, aber das, ich erinnere mich, Fabienne, an einen Anruf von dir, ich glaube, es war im Mai. Ja. Stellt das Telefon, unbekannte Nummer, ich gehe dran und dann höre ich, ja, hier ist die Fabienne Gatz. Und da hast du einen Wunsch geäußert, dass ihr einen Renntag plant in Honsrad, aber gar nicht wisst, ob ihr überhaupt veranstalten dürft, ob ihr veranstalten könnt, ob das finanziell hinkriegt und so weiter. Und du hast uns gebeten, dass wir euch unterstützen, irgendwas einfallen lassen. Und ich habe gesagt, na klar, lassen wir uns was einfallen, so viel persönliches Engagement von euch muss natürlich unterstützt werden.
nicht direkt von uns finanziell, aber wir versuchen natürlich für euch Marketing zu machen. Und relativ schnell war dann die Idee geboren für diese Sondersendung, dass wir euch in die Sendung einladen, dass wir Galoppdeutschland mal erklären, wo ist Honsrad, wer seid ihr, was habt ihr da vor, und versuchen natürlich dann in unserem Verbreitungskreis Leute zu motivieren, für euch zu wetten. Und das werden wir jetzt mal tun. Wir haben Stichwort, wo ist eigentlich Honsrad, haben wir uns natürlich schlau gemacht. Und ich blende mal eine Karte ein, wo Honsrad ist. Wir haben es nämlich gefunden. Das ist da oben an der Küste, neben Klein Bonum. Und ich glaube, ist das richtig oder seid ihr woanders? Ja, doch, ungefähr da. Ungefähr da. Okay, ich habe. Oder seid ihr da? Ja, wir sind da, ja, im Saarland. Schön im Saarland. Okay, im Saarland. Das heißt, ihr liegt also geografisch gesehen zwischen nicht bei Klein Bonum und Barborum, sondern westlich von Lutetia, sondern nördlich von Saarbrücken und südlich von Trier. Genau. Und nur anderthalb Stunden von Köln, ja. Also wer noch nichts am Wochenende vorhat, sollte sich freitags mittags ins Auto setzen und sich die, wie viele Restkarten habt ihr noch? Also wir haben noch um die 50 Restkarten. Aber weg wie warme Semmeln, also mein Handy. Also, ich sag nur, Westdeutschland, beeilt euch. Wie komme ich an eine Karte? An wen muss ich schreiben? Was muss ich tun? Also, ist ganz einfach. Entweder ruft man mich an, meine Handynummer steht jetzt quasi überall im Netz, oder man schreibt uns einfach eine E-Mail über rennverein-honsrad@web.de. Es reicht einfach, wenn ich den Namen und die Adresse habe. Dann kann ich den quasi so vorregistrieren und entweder zahlt man über PayPal, dann bekommt man ein Ticket zurückgeschickt, oder man zahlt halt, ist jetzt kurzfristig, einfach vor Ort. Ist auch kein Problem. Eintrittskarte kostet wie viel? 10 Euro. Aber wer 20 zahlen will, darf auch 20 zahlen. Genau, ja. Für Spenden sind wir immer offen. So kommen wir ins Geschäft. Also, das wäre eine Möglichkeit. Wir können natürlich euch auch verlinken in dem Artikel, das werden wir tun, Lisa und Fabienne, der dann gleich bei Facebook erscheint. Und dann kann man euch natürlich auch eine persönliche Nachricht schreiben über Messenger, okay? Ja, gerne. Dann brauchen wir deine Telefonnummer nicht noch weiter zu verbreiten. Okay, gut. Wir wissen also jetzt, wie das Ganze ausschaut. Honsrad habe ich gesehen, ist eine Riesenstadt. Wisst ihr, wie viele Einwohner ihr habt? Zumindest nach Wikipedia? Oh je. Komm, schätze mal. Aber nur zweibeinige Einwohner. Also was schätzt du? 10.000? Ich würde sagen 5.000? 5.000? Keine Ahnung. Nicht schlecht. Also, ihr seid ja Teil der Gemeinde Beckingen im Landkreis Merzig-Wadern, habe ich gelernt. Ja. Und ihr habt 1.500 Einwohner. Oh. Also, weil, da kennt ja jeder jeden. Das ist tatsächlich so, dass jeder jeden kennt. Da muss aber nicht der Cousin die Cousine heiraten, oder? Wenn es eng wird. Kommt drauf an, kann schon mal passieren. Ja, Honsrad ist schon erwähnt worden, 1300 und ein bisschen. Also wenn es seitdem auf 1500 hochgekommen ist, glaube ich, habt ihr einen Urahn miteinander alle. Eins steht mal fest, Christian, wenn du da sonntags in der Messe fehlst, das fällt auf. Ja, da bist du niemals Bürgermeister und auch nie Schützenkönig wahrscheinlich. Das ist es verboten. Aber ich komme auch aus einer kleinen Gemeinde, die war immerhin 10-mal so groß. Also ich weiß, worüber hier wir gerade lästern. Die Lisa habe ich gesehen. Lisa, als Besitzertrainerin hast du schon gesagt, aktuell kein aktives Pferd, aber du hast zumindest einen Sieg errungen. Oh ja. In Saarbrücken. Das war mit Sebring. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist ein Jahr her. Das heißt, du wartest auf dein nächstes Pferd und den nächsten Sieg. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach einem nächsten Pferd, weil ich einfach, ja, wie gesagt, ich habe noch den Rentner und noch ein Springpferd und ich bin damit eigentlich ausgelastet, aber mich packt schon so ein bisschen das Fieber, also ich hätte schon gern wieder einen, aber ich bräuchte halt auch einfach mehr Zeit. Ja, da ist die Fabienne dreimal so erfolgreich gewesen bislang, richtig? Ich denke, wenn ihr das sagt. Ich sage das nicht, ich wiederhole nur, ich zitiere nur die Statistik von Deutscher Galopp. Genau, unter meinem jetzigen Namen ja, aber ich hatte halt vorher unter meinem anderen Namen auch noch. Okay, alles klar. Dann bleiben wir unter deinem Namen, da habe ich drei Trainersiege gefunden und du hast einen relativ aktuellen Sieg. Und das Pferd startet auch, richtig? Ja, genau, das ist okay. Klaus, meine Stute, genau. Dann gehen wir auf das Pferd gleich nochmal ein, wenn wir durch die Rennen gehen.
Das sollten wir vielleicht mal tun. Fangen wir an mit ersten Rennen. Vielleicht kann der Florian das sogar einblenden. Wie immer. Also das vielleicht ist eigentlich eher eine Aufforderung. Danke, Florian. 5 Pferde am Start. Der Preis der Firma Garten- und Landschaftsbau in Nalbach. Ein Verkaufsrennen. Also wer von den Zuschauern noch ein Pferd braucht, kann sich da eins holen. Im Preisbereich von 1.000 bis 2.000 Euro sind die Pferde eingeschrieben. Also im Bereich Schnäppchen. Und vielleicht ist sogar für die Lisa was dabei. Wenn dir morgen was ganz Tolles gefällt, kannst du dazu packen. Guido, hast du ein Pferd im Starterfeld, wo deine Gelder morgen draufgehen? Ja, ich glaube, das kann man... Übermorgen, am Freitag. Das kann ich kurz machen hier. Das gibt einen Zweikampf von Fabian Xaver Weißmeier gegen Stefanie Junschu. Und wer von den beiden gewinnt, kommt ein bisschen auf den Rennverlauf an, glaube ich. Ne? Okay. Die Pferde, die beiden, die tun sich nicht allzu viel, wird wahrscheinlich Showdance Kid Favorit werden, gehe ich von aus. Aber der Fabian Weißmeier, wer den kennt, der weiß, der ist gemeinst gefährlich auf diesen kleinen Bahnen, ja. Der kennt die alle wie seine Westenteil, geht ganz selten da ohne 1 bis 3 Siege nach Hause, ja. Okay. Lisa oder Fabienne, euer Favorit in dem Rennen? Also für mich auch Showdance Kid. Meiner Meinung nach geht da kein Weg dran vorbei. Der Fabian wird es der Steffi wahrscheinlich schwer machen. Und ja, als Außenseiter bin ich mir unsicher, wen man da noch dabei nehmen könnte. Vielleicht noch Christine. Ja, das ist wichtig. Die ist zwar schon relativ alt, aber ist eigentlich eine ziemlich treue Stute. Und vor allem, ich sehe in der Sportwelt, die ist 5-mal bei euch gelaufen und hat einen Schnitt vom 2,6. Jetzt habt ihr nicht unbedingt 15er Starterfelder, aber wer bei 5 Starts im Schnitt 2,5 da wird, ist immer gut dabei. Also die Dame scheint das eure Bahn zu mögen. Und Miguel Lopez ist ja auch nicht schlecht drauf dieses Jahr. Also bei Daring Line habe ich sogar ein Fragezeichen dabei. Nicht wegen des Reiters, sondern wegen des Pferdes. Und bin nicht sicher, ob das packt hier. Kann natürlich Sandbahn laufen, hat schon 5 Siege auf der Sandbahn. Aber meine Favoriten wären eigentlich die 2. Und Zenit hat zuletzt gute Form gezeigt mit Olli Schnackenberg. Und Christine habe ich tatsächlich auch als Pferd für die Überraschung mit dabei. Also meine Dreierwette wäre sogar ohne Daring Line. Schauen wir mal, was da rauskommt. Sind 5 Pferde, also eigentlich ein klassisches Siegwettenangebot für alle. Denn die Dreierwette wird auch nicht so ganz viel zahlen. Wir gehen dann direkt ins zweite Rennen. Und fürs zweite Rennen habt ihr euch was Besonderes ausgedacht. Nämlich habt ihr ehemaligen Berufsrennreiter und Reiterinnen sowie auch Amateurrennreiter und Rennreiterinnen eingeladen. Die kommen in den Sattel und dafür habt ihr uns was mitgebracht, nämlich ein Videofilm. Da ist der Ton. Super. Mich auf Honsrad, weil ich ganz genau weiß, dass der Südwesten immer unseren Sport unterstützt, dass viele Nachwuchstalente aus dem Südwesten kommen und darum ist es mir eine ganz besondere Ehre, ein Teil dieses Renntags zu sein und ich freue mich. Ich reite im Honsrad, weil ich finde, dass die kleinen Rennvereine Augen stehen bleiben müssen. Ich möchte mich beim Honsrader Rennverein und beim Sponsor, dem Stall Andiamo B, bedanken für die Ausschreibung dieses Rennens. Durch diese Ausschreibung wird mir ermöglicht, unser selbstgezogenes Pferd Schein Christli selbst einmal im Rennen zu reiten, worauf ich mich sehr freue. Es immer noch Spaß macht, dann zu reiten. Im Monster ist eine super Bahn. Ich kenne sie quasi als Heimatbahn und mag deren spezielle Kursführung. Wie man sieht, eigentlich wollte ich schon 3 Tage in Honsrad reiten über die Sprünge dieses Jahr, für meinen 50. Geburtstag. Aber wegen Corona war kein Rennen dieses Jahr überhaupt und dann habe ich keine Lizenz gemacht. Aber Gott sei Dank, Honsrad haben gemacht die einzige ehemalige Rennen dieses Jahr und kann ich reiten. Und mit dem hohen Gewicht von 69 Kilo kann ich auch noch frühstücken morgens.
Ich möchte gerne in das ehemalige Rennen in Honsrad reiten, weil ich habe 2014 die Ponyrennen gewonnen in Honsrad und ich war da so begeistert von der geilen Atmosphäre, dass ich da gerne wieder reite. Also ich reite im ehemaligen Rennen, das war schon immer mein Traum gewesen. Leider musste ich 2003 aufhören wegen Gewichtsproblemen. Man sieht es jetzt leider nicht, aber es sind 15 Kilo Runden. Und wir sehen uns in Honsrad, wie ehemaligen, ich hoffe mit Erfolg. Sehr schön. Vielen Dank für die Einspielung und für euren Videobeitrag, Mädels. Klasse. Am besten fand ich den Walter Maurer. Ich habe in der Sportwelt gelesen, der Fabian Breuer hat eine ganze Extra-Seite für euch gemacht in der aktuellen Ausgabe, dass der Walter am 4. Oktober 2009 zuletzt geritten ist. Da hoffen wir, dass er im Sattel bleibt und erfolgreich ist. Aber Giant Grizzly ist ja auch ein erfahrener Camper und Recke und er wird das schon schaffen. Wer von denen wirkte auf euch, ihr beiden, am überzeugendsten? Wer gewinnt? Wer strahlte am meisten Siegeszuversicht aus? Also meiner Meinung nach, den meisten Kampfgeist hat Filippo Di Benedetto. Ich meine, der hat jetzt so viel abgenommen für diesen Ritt. Und also der hat sich da wirklich viel Mühe gemacht. Hoffen wir mal, dass er da, ja, dass sein Erfolg belohnt wird. Tatsächlich ist für mich auch der Walter Maurer sehr interessant. Der reitet sein Pferd immer im Training selbst und der ist auch fit. Also daran sollte es mal nicht scheitern. Mhm. Und ja, ansonsten wäre ich auch für die Gloss von der Fabienne. Aha, Fabienne, sag was zu deinem Pferd. Ich würde sagen, also ich wäre nicht enttäuscht, aber ich würde mich wundern, wenn sie schlecht laufen würde. Sie ist munter, sie ist gut drauf, sie hat in Mannheim jetzt eine gute Form gezeigt. Ich hoffe, dass sie Lust hat, so kurz hintereinander, aber ansonsten bin ich guter Dinge. Also Platz fährt auf jeden Fall. Ich hoffe es. Gut. Guido, danke. Ich wäre böse, wenn es nicht so kommt. Ja, also erstmal muss ich sagen, so super, dass ihr so einen ehemaligen Rennen ausgeschrieben habt. Das ist immer ein Riesen-Gaudi, ja. Also auch für so ein Rennen irgendwo international gesehen haben. Aber so einen ehemaligen Rennen, das hat immer was. Ja? Das guckt man sich gern an. Natürlich sitzt da der ein oder andere wie ein Sack Muscheln. Das ist gar kein Thema. Das ist auch völlig normal. Die sind natürlich nicht mehr so fit wie Lanfranco de Tori, aber es ist eine Riesen-Gaudi und unheimlich schön anzusehen, lustig. Und natürlich muss man da auch den obligatorischen 10er oder 20er wetten. Das ist Ehrensache in so Rennen. Ja? Und ich sehe, dass die Fabienne da alles richtig gemacht hat. Du hast ja nämlich die Geheimwaffe gesichert. Mit dem Gisas, ja, der Kollege ist topfit, ja. Und mein Geld geht mit ihm, obwohl er Holländer ist, ja. Aber das ist ganz klar. Du wirst nicht nehmen lassen, das Rennen. Ja. Angst habe ich ein bisschen vor, oder Angst solltest du ein bisschen haben vor Altmeister Johnson, ja. Und Opera Snow mit PJ Werning, der ist nämlich auch fit, der Knabe, ja, das sehe ich immer in Mülheim, ja. Und der hat auch so Rennen, glaube ich, schon mal gewonnen oder war auch öfter schon im Endkampf. Marian Falk-Weißmeier ist auch sehr ehrlich und hafider. Könnte sein, dass sie sich auch noch in den Endkampf mit einmischt. Ja? Den anderen wünsche ich Hals und Bein und dass alle gesund und munter ins Ziel kommen. Ja, an den Herrn Maurer hoffe ich auch, dass er was abkriegt. Ja? Aber das ist natürlich super, dass der sich dann noch mal in den Sattel setzt und das allein ist. Deswegen muss man sich das Rennen schon mal angucken. Ja? Also ja. Ich weiß nicht, was in seinem Personalausweis steht, aber das ist schon großes Tennis. Ja? Also ich bin ja selber mal geritten und reite einmal im Jahr im Urlaub und da habe ich 6 Wochen Muskelkater. Ja? Und so ein Renngalopp und die erste Kurve, die haben wir ja im Video gesehen, die Kurve da, das ist ja Formel 1 quasi. Ja? Also Respekt, ja, auch wenn er da trainiert. Ja. Okay, ihr habt ja fast alles schon erzählt, was an wichtigen Pferden im Rennen ist. Ich glaube, ich hoffe auch, dass die Fabienne hier gewinnt mit dem Gies, aber ich glaube, PJ Johnson wird das machen. PA Johnson wird das machen, der Paul.
denn Tony Potters bringt nur ein Pferd auf die Reise. Und das sind dann ein paar Meter. Es sei denn, er packt das mit Pavel Wovchenko die Pferde zusammen in Transporter. Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, dass Folito hier eine Chance haben sollte. Die Formen sind bislang überschaubar toll. Opera Snow hat die auch verstanden mit PJ Vanning. Und natürlich Gloss. Ja klar, die Form, die aktuelle, ist stark. Wie du schon sagst, Fabian, ob er das in der kurzen Zeit zweimal abrufen kann, schauen wir mal. Aber hat ja keine Anreise und das ist irgendwie ein Vorteil. Genau. Deshalb meine ich auch die 6, 7 und 9, vielleicht in der Zweierwette kombiniert, da sollten auf jeden Fall die ersten beiden drunter sein. Das sollte passen. Christian, vielleicht noch ein kleiner Hinweis schon mal hier im zweiten Rennen, dass alle, die jetzt hier schauen und denken, Freitag würden sich das mal anschauen und dann vielleicht erstmalig auch auf so einer kleinen Bahn ein bisschen Geld wetten. Die Pferde, die auf diesen Bahnen trainiert werden, ja, die haben einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, ja. Also es kann sein, dass man so ein Rennen sieht als Wetter, ja, und dann steht da ein Pferd drin, das irgendwie 10 Kilo mehr GAG als ein anderes hat. Und dann denkt man, ja, der muss ja 10 Längen vor dem sein, das geht ja leicht. Aber diese Bahnspezialisten, die in Südwestbahnen trainiert werden, die diese engen Kurven und so alles kennen, die haben einen wirklich ziemlich großen Vorteil dort. Ja, das sollte man vielleicht noch sagen. Also das unbedingt beim Wetten berücksichtigen. Heimatbahn, ein Riesenvorteil, schätze ich mal, in Honsrad. Obwohl ich noch nie da war, also so ist das in Sohnsbeck auch. Also die Pferde, die das da kennen, die legen sich halt richtig in die erste Kurve rein. Ja? Auf jeden Fall. Also der Schlussbogen und der Berg, die sind nicht zu unterschätzen. Also ja, kann ich jedes Pferd und ist immer spannend. Ja, vielleicht kann man hier sogar eine Elle vom ersten Rennen ableiten, denn die Christine hat letztes Jahr, habe ich gesehen, Gloss geschlagen. Das heißt, wenn wir im ersten Rennen sehen, dass Christine hier, wie die Lisa und ich vermuten, vielleicht auch unter die ersten drei kommen sollte, mit einer ordentlichen Leistung, nicht zu weit hinter Scholens Gitter unterwegs ist. Das war nur eine halbe Länge letzte Mal. Und Gloss hatte 7 Kilo mehr zu tragen. Könnte das ein Hinweis sein, dass Gloss hier, sagst du Gloss oder sagst du Gloss zu ihm? Ich weiß nicht. Ja, also wenn ich alleine bin, Gloss. Kloß. Also ob der Kloß morgen selbigen im Hals hat oder nicht, das sehen wir dann. Können wir machen. Guido, du hast gerade gesagt, du bist früher selbst mal bist geritten und vielleicht wäre das auch für dich was als Ehemaliger. Ich glaube, wir haben da gerade was vorbereitet für dich. Mädels, erkennt ihr den hier Reiter hier, den jungen Reitersmann? Wisst ihr, wer das ist? Nee, das bin ich doch, oder nicht? Nee, wer ist das? Ja klar, das bin ich doch, ja, logisch. Erkenne ich direkt an der Frisur, an der super Frisur. Habe ich immer geheult, wenn sie mir die Haare geschnitten haben früher dann. Ja. Guido, erzähl was zu den Fotos, komm. Ja, du siehst, auch kein Pferd war zu groß für mich, ja. Während du noch auf deinem Schaukelpferd wahrscheinlich geritten bist, habe ich da schon ordentliche, ja, ich glaube, das war ein Doppelpony, ja. Das sieht jetzt noch ein bisschen größer aus, als es war. Ja, und ich glaube, mit 10 Jahren oder 9 habe ich meine ersten Schleifchen gewonnen. Das weißt du gar nicht, was das ist, Sundermann. Ja. Doch, die werden so vorne als Halfter geklemmt, wenn man beim Springen und Dressurreiten sich nicht blamiert hat. Bei uns, meine Tante, muss man dazu sagen, war Reitlehrerin. Bei uns musste jeder aus der Familie aufs Pferd und sämtliche Wochenendturniere mitreiten, ja. Und ich kann nur sagen, das hat durchaus Vorteile für mich gehabt, besonders als ich so 12 bis 14, 15 war, weil in so einem Reitstall, Christian, das jetzt ist natürlich zu spät für dich jetzt. Da sind ungefähr immer so 30 Mädels und 2 Jungs, ja. Daher war das immer ganz gut, ja, dass ich mich da aufgehalten habe. Ja? Ja, das klingt natürlich attraktiv für dich. Das verstehe ich, warum du so lange da dich im Sattel gehalten hast. Deine Tante war ja auch im Bild, richtig? Ja, genau, richtig. Die war im Bild und die war, jetzt musst wie gesagt, du, jetzt Reitlehrerin. Musst du nur raten, Guido, wie diese Bilder in diese Sendung kommen. Ja, die können nur, entweder irgendeiner hat mich da ja verraten quasi hinterrücks. Das kann nur meine Mutter gewesen sein oder die Jenny, ja. Also, danke dir, liebe Irmi. Gruß nach Düsseldorf. Danke für die Fotos, die du mir geschickt hast. Da hat die aber ein paar Kartons ganz weit unten gewühlt, glaube ich, ja. Sie hat mir gesagt, ich zeig euch mal eben, wie das aktuell dann aussieht bei mir, wenn ich heutzutage reite. Jetzt bin ich gespannt. Hilfe. War das das Pferd oder war das Guido im Bild? Ja. Heutzutage sieht es leider so aus. Du bist oben, oder? Ja, genau. Aber kann ich nur empfehlen, ja. Also der Kollege hatte auch keine Rückenschmerzen nach mir, ja. Und das kann ich nur empfehlen. Also bei so einem Elefanten ist das ganz lustig. Du merkst über jeden
ist Steinchen, wo der drauf tritt. Ja? Also das merkst du oben im Rücken. Also ist ganz interessant. Also unbedingt mal machen. Prinzessin auf der Erbse. Machen wir. Habe ich gemacht in Thailand. Wir gehen aber jetzt von Thailand direkt ins dritte Rennen. Zum Preis der Firma Nanocare Deutschland AG, ein Ausgleich 4. Wir haben 8 Pferde am Start. Diesmal kein Pferd von der Fabienne. Aber einen Tipp hätte ich gerne von der Lisa. Ja, ganz klar. Also für mich ist da fast der sichere Sieger sogar der Hurricane Harry mit der Selina Ehl. Die Selina ist einfach für kleine Bahnen geboren. Also die weiß, wie man da um die Kurve reitet. Die reitet bergab, finisht die schon. Also die ist, hat keine Angst, ist ja, für kleine Bahnen einfach gemacht. Und der Harry kann das auch. Also für mich geht eigentlich kein Weg an dem vorbei. Trotz hohem Gewicht. Also das kann der auch den Berg hoch. Mache ich mir keine Sorgen. Okay. Also die 1 für die Lisa. Fabian, hast du einen Tipp? Ich gehe mit der Lisa. Das ist unsere wunderbar. Gleiche also Meinung. Zweimal schon die 1. Hurricane. Ja. Harry, Guido, was ist ja. Was sticht dir ins Auge? Wo jetzt, gehen deine 50 Euro drauf morgen? Jetzt wird es ein bisschen langweilig, ja, weil die Selina, die ist halt eine Macht auf den Südwestbahnen, ja, und der Hurricane Harry, der ist auch eine Macht, ja, das ist quasi die doppelte Macht, ist da mit einem, und wenn man die 35 bekommt, die es da in der Sportwelt gibt, also ja. Dann wollte man vielleicht nicht das Erbe der Großmutter verpfänden, aber auf jeden Fall mal einen 20er bis 50er mitgeben. Ich sehe noch einen Außenseiter, möchte ich noch nennen, der hat nicht nur so einen coolen Namen, ja, denke ich, auch ein sehr schönes Pferd, der Herr Jürgensen, ja, vom Herrn Schleusner. Das Pferd habe ich mal gedacht, dass das ein bisschen mehr kann, ja. Und er hat immer enttäuscht. Jetzt ist er natürlich in der angekommen, wo nicht mehr allzu viel gefragt ist. Also der steht hier mit einer 0 und 7,5 in der Zeitung. Also wenn der 100 stehen sollte oder 80, dann kann man dem auch mal ein paar Taler mitgeben. Ja? Der kann vielleicht den Hurricane Harry ärgern, ja, meiner Meinung nach. Ja? Okay, dann nenne ich 2 andere Pferde auf Platz 1 und 2. Ich gehe mit Princess Peaches. Also ich bin auch der Meinung, dass der Sieg in Honsrad bleibt. Denn das Spannende hier ist, eigentlich ist es ja so ein Städtevergleichskampf, was sie da macht. Wenn man den Frank Fuhrmann, der mit 8 Pferden morgen übermorgen nach Honsrad reist, als Magdeburger einbucht. Also Möser ist so 20 Minuten weg von Magdeburg. Und Rainer Busch dazu nimmt, da haben wir 3-mal Magdeburg gegen 3-mal Honsrad und einmal den Norden von Madame Schleusner Furi und einmal Issum am Niederrhein mit Weißmeiers. Also ich gehe mit Princess Peaches und den zweiten Platz gebe ich nach Magdeburg, beziehungsweise nach Mösern, an Scenic River. Das war zuletzt gar nicht so schlecht, hat mir gut gefallen. Und Hurricane Harry, ja, macht den dritten Platz. Also in der Wertung bleibt es dann auf den Plätzen 2-1 für Honsrad. Aber ich gehe mit Matthias Schwinn, nachdem ich eben gesehen habe, was der für eine schöne Trainierbahn hat, wird er da morgen in dem Rennen mit Princess Peaches siegen. Und die Quote ist mit 5,5 zu 1 in der Sportwelt angegeben, attraktiv. Da geht mein Geld drauf. Wir wetzen ein Rennen weiter vom Sprintstreckenbereich 1100 Meter. Warte mal, 1100 Meter, wie lang ist denn eure Bahn? Ist 1100 auch einmal rum oder ist das Gegenseite oder wo starten die? Also ungefähr 900 Meter, würde ich sagen. Ja, 870 Meter hat eine Runde um die Bahn. Und okay. Ja, die starten dann quasi am Berg. Ne? Also das heißt, unten quasi Ende Schlussbogen quasi starten die. Für also auch Rennen. Beim Sprintrennen kommen die Pferde zweimal am Durchziehen. Genau, ja. Ah ja, okay, alles klar. Viertes Rennen, Hauptrennen. Das ist ganz Besonderes. Der Paul Johnson hat es ja eben schon angesagt. Hätte er gewusst, dass es ein Hindernisrennen gibt, hätte er eine Reitlizenz beantragt. Als Profi jetzt darf er als ehemaliger auf der Flachen starten. Der große Hindernispreis des Saarlands, ein Jagdrennen über dotiert immer mit 6.000 Euro, Respekt, die Damen. 3.400 Meter um 16.45 Uhr, sicherlich das Highlight des Tages aus sportlicher Sicht und finanzieller Sicht. Die anderen Highlights, jedes Rennen ist ein Highlight für euch. Habt euch viele tolle Sachen einfallen lassen. Aber das steht natürlich besonders heraus. Und wir haben 6 Pferde am Start und da ist ja die Crème de la Crème, glaube ich, des deutschen Hindernissports am Start, sowohl bei den Trainern wie auch bei den Pferden. Fabienne, sag uns was zu dem Rennen. Dein Favorit. Also, ich gehe da mit dem letzten Sieger, das ist Wutzelmann. Okay. Wutzelmann hat gerade in Schweden gewonnen, ja. Im Go-Park. Wutzelmann hat gerade in Schweden gewonnen, vor ja. 2 Wochen, glaube ich, war es ungefähr. Ein mit 12.000 Euro dotiertes Rennen, ging gute Klasse und war da auch nicht zu holen. Das ist, und ist Titelverteidiger, richtig? Hat, glaube ich, letztes Jahr auch gewonnen bei euch. Ja, genau.
Und dagegen, ja, mit 9 Längen Vorsprung vor Apollyon und bei 6 Pferden war er weit vorne. Das sieht doch gut aus, hat einen anderen Reiter jetzt. Aber Guido, wo ist dein Tipp oder welche beiden Pferde nimmst du hier? Ja, also ich glaube, Wutzelmann kommt ja bei Google, bei der Google direkt nach Kosakenzipfel, ja, wahrscheinlich. Ja, ist der gleiche Stamm. Und ja, der wird schwer zu schlagen sein. Da braucht man sich nichts vormachen. Das ist ein richtig, richtig gutes Hindernispferd. Da in Schweden, da gab es richtig Geld, da waren gute Pferde drin, da hat er gewonnen. Ärgern kann ihn sicherlich, wenn überhaupt, die 5, Shrubland, ja. Aber auch ein ganz interessantes Rennen. Shuyunshu reitet über Hindernisse, muss man sich auch anschauen, ja. Julian Marinov, der hat auch schon gefühlte mehrere Jahre, glaube ich, nicht mehr geritten, ja. War natürlich ein sehr guter Hindernisreiter gewesen. Ja, muss man auch sich anschauen, das Pferd Zuckerprinz, ja, das ist natürlich ein ganz erfahrener Reiter, ist das Olli Schnackenberg auch, also das ordentlich besetzt eigentlich das Rennen, kann man nicht anders sagen. Ich meine, es gibt ja auch 6.000 Euro, ist ja eine ordentliche Notierung, gerade in Corona-Zeiten, ja, und ich glaube, diejenigen, die morgen so ein Ticket erwischen, ankommen, die sehen dann ein qualitativ ordentliches Rennen, ja, mit Schrappland und Wurzelmann. Und da wird das Hindernis-Championat entschieden dieses Jahr, ja, weil es nur ein Rennen gibt. Also da wird wahrscheinlich ordentlich vorwärts geritten, ja. Alle Freunde des deutschen Hindernissportes müssen sich das Rennen anschauen, denn wie du sagst, da werden wir den Trainer finden, den Reiter und das Pferd finden, das Hindernispferd des Jahres. Leider, es sei denn, es wird noch in den nächsten 2 Monaten, 2,5 Monaten ein weiteres Hindernisrennen ausgeschrieben. Also, liebe deutsche Veranstalter, überlegt euch das. Krefeld hat ja noch einen Renntag, vielleicht könnt ihr noch ein Hindernisrennen reinschieben, wäre tolle Geschichte. Wenn das passiert, ansonsten, ja, glaube ich auch, Wutzelmann ist hier nicht zu holen übermorgen bei euch in Honsrath. Und dahinter die anderen beiden Plätze, 2, 3, glaube ich, gehen an den Pavel. Pavel Wojtchenko, unser Gast von vor 2 Wochen hier, der auch da auf Nachfrage schon sagte, dass Shrubland, den er in Frankreich hat starten lassen, gut in Form ist, gut dabei ist. Er hat jetzt noch Laienspielerin nachgenannt, patentes Pferdchen. Weiß auch, wie man Hindernisse angeht. Und deshalb glaube ich, es wird die 1 vor der 5 und der 3. Das wäre meine Dreierwette für morgen. Vielleicht auch andersrum die letzten beiden Pferde. Also 1 vor 3 vor 5. Mal schauen, da wird ein bisschen Geld am Freitagnachmittag draufgehen auf diese Pferde. Lisa, ihr habt eine ganz tolle Idee. Da hat die Fabienne mir von erzählt, aber du wirst es auch wissen. Denn wenn man den 2. Satz in der Ausschreibung liest, dann steht da, es werden Sonderprämien für die bestplatzierten sieglosen Pferde in Jagd- und Hürdenrennen von 500, 300 und 200 Euro zusätzlich gezahlt. Wo habt ihr denn die Idee ausgegraben? Die ist ja genial. Ja, die Idee kommt daher, dass halt einfach auch ein Wutzelmann drin ist, der ja fast nicht zu schlagen ist, ne? Also da haben es andere schwer. Und ich denke halt auch, dass diejenigen schon mal mit den sieglosen Pferden irgendwie mal ein bisschen Chancen bekommen sollen, auch mal Geld zu verdienen, ne? Das finde ich eine tolle Idee. Also im Grunde kommen ja 1.000 Euro mehr zur Auszahlung. Also die Treat ist das Ganze dann mit 7.000 Euro statt mit 6.000 Euro. Genau. Richtig? Und wenn ich es richtig sehe, haben wir 3 sieglose Pferde dabei. Das ist Exactoris und Onek und Zuckerprinz. Richtig? Also die 3 teilen sich auf jeden Fall schon mal 1.000 Euro auf. Und wenn sie also sind, jeder, der ins Ziel kommt, geht mit Geld nach Hause. So sieht's aus. Ja, und da ihr auch sogar 7 Gelder ausgelobt habt, oder sogar 8 Gelder, das heißt, der 6. kriegt auf jeden Fall schon mal 100 Euro. Und wenn er dann noch der Schlechteste wäre, der Sieglosen, kommt er trotzdem mit 300 Euro nach Hause. Ja, genau. Perfekt. Im Idealfall gewinnt ein siegloses Pferd nicht nur die 3.000, sondern 500 dazu und kriegt 3.500 Euro. Also die Idee finde ich, Guido, so nachahmenswert, wenn ich überlege, wie viel Altersgewichtsrennen es gerade auch zu Saisonbeginn gibt, Guido, wo dann auch so Gruppepferde drinstehen und deshalb die Rennvereine riesen Mühe haben, da mehr als 4 Pferde reinzukriegen. Das ist eine Idee, die man weitergeben sollte. Und zu sagen, alle Pferde meinetwegen mit dem GAG unter 60 oder 70, die sonst Angst haben vor dem 92er GAG-Pferd in solchen Rennen, können trotzdem teilnehmen, weil wir weitere 500 Euro oder 1.000 Euro ausloben, wie das Lisa und Fabienne machen, um die Pferde dann mehr als die Felder mit mehr als 4 Pferden zu füllen, sondern da 6, 7, 8 Pferde reinzukriegen. Was hältst du von der Idee? Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich denke da auch jetzt schon an deinen Kosakenzipfel, ja. Dass der auch mal ein bisschen was verdienen kann. Er ist ein Jahr alt, der muss erst mal laufen, mein Freund. Ja, auch für Sie haben da was, hätte sich das angeboten. Für den wird könnte das interessant sein, ja. Scherz beiseite. Aber ja, der genau. Ist nicht warum debütiert der eigentlich nicht in Honsrath hier, ja?
Das ist eine gute Frage. Das könnte ich die Fabienne, die Carina Fay fragen. Er war noch geplant für Cluny jetzt am Freitag. Der Renntag wird nachgeholt, aber wir werden ihn aufgrund der, doch, wir haben Bilder gesehen, der schlechten Bedingungen nicht starten lassen. Und er soll dann aber erst in 2-3 Wochen in Frankreich sein Debüt geben über Hürden. Also der, sie haben da was. Aber das wäre auch interessant, ob wir gleich ein Jagdrennen, ob das für einen Start eines Erstlings das Richtige ist, weiß ich nicht. Ich gehe dir lieber nur vorsichtig. Ich schaue mir das morgen mal an, aber vielleicht ist das eine Aktion für 2021. Ich glaube, die Hindernisse sind aber klein, glaube ich, oder Fabienne? Die, ja. die sind nicht so hoch, ne? Das ist kein Auteuil bei euch, ne? Nein. Die sind dieses Jahr sehr human, also wirklich für jeden zu springen. Also da kommt da auch drüber, der, da kommt auch der, sie haben da was, der nur so groß ist wie ein Tisch, kommt da auch drüber, Christian. Ja, der ist auch so schnell wie ein Tisch. Der springt doch wie ein Tisch. Nein, das ist Fakt. Gut, dass das Pferd nicht zuhört. Wir gehen ins fünfte Rennen, lösen uns vom Hindernis-Championat Deutschlands und gehen um 17.15 Uhr in den Ausgleich 4 über 1950 Rennen. Und zwar den Preis der Finanzagentur Annen und des Vereins Deutscher Besitzertrainer, die euch auch fördern. Vielleicht wollt ihr da noch ein kleines Danke hinterlassen. Ihr seid ja selbst Besitzertrainer, also habt ihr sicherlich einen guten Zugang da, ne? Wer ist denn Chef der Deutschen Besitzertrainer? Ist das noch die Frau Kaczmarek? Genau, richtig. Ja. Die ist auch dieses Jahr unsere Schirmherrin vom Rennen. Was ist das, eure? Unsere Schirmherrin. Ist sie morgen da? Übermorgen da? Übermorgen, ja. Ja, genau. Okay, dann viele Grüße an die Karen. Und herzlichen Dank auch von uns namens des Deutschen Galopprennsports, dass sie das gemacht hat und die deutschen Besitzertrainer euch da auch unterstützen. Das ist prima. Es geht um 3.000 Euro und Guido, jetzt darfst du anfangen. Komm, das sind zwei Pferde von Fabienne. Nenn mal eins davon, dass du auch deine Wette nimmst. Nee. Ich nenne hier nur meine Kreuze, die ich schon in der Zeitung gemacht habe, ja. Gut. Hier gibt's keinen Promi-Bonus hier bei mir. Nein, ich nehme die 9 Nero de Avolo von Frank Fuhrmann mit Helen Böhler. Das Pferd hat eine sehr günstige Marke, ist natürlich ein Fragezeichen. Der ist noch nie gelaufen, da glaube ich, im Südwesten. Da sind ein paar Spezialisten drin. Scheinun springt mir da ins Auge. Polarstern, der schon auf den kleinen Bahnen eine Menge gute Platzierungen geholt hat, mit Fabian Weißmeier im Sattel auch sehr interessant. Aber ich bleibe bei der 9 Nero de Avolo. Der wird auch ein bisschen länger stehen, schätze ich, so 70, 80 wird er schon abgehen. Ja. Da mache ich es mir einfacher und frage erstmal die Fabienne zu, Osseline und Born to be Alive. Was ist mit den Pferden? Sind die in Form? Soll man die in wetttechnisch mit ins Auge fassen oder mehr so vorbeigucken? Also bei dem Born to be Alive, da weiß ich selbst nie, wann er gewinnt und wann er nicht gewinnt. Also er ist gut drauf, er ist aber oft mal vorm Rennen gut drauf, aber er macht trotzdem, was er möchte. Und bei Osseline würde ich sagen, also die Badener Form fand ich gut und von ihr erwarte ich auch ein bisschen was. Aber das Rennen an sich ist sehr schwer, also auch mit Polarstern ist jetzt gerade erst am Wochenende wieder gelaufen, sehr stark gelaufen und auch die anderen. Also ich wüsste jetzt keinen, wo ich sagen könnte, das ist, den haben wir auf jeden Fall in der Tasche. Also okay. Das ist ein sehr offenes Rennen, ja? Ja. Gut, also mein Tipp, ich bleib bei dir, Fabienne, Osseline wird das machen, hat auch zweimal bei euch schon gelaufen und ist zweimal, also im Schnitt Zweiter geworden. Ich habe keine letzte Form von Pferd gefunden, ich weiß nicht, ob es einmal Erster und einmal Dritter war oder zweimal Zweiter. Okay, der Bahnsieger, das hätte ich ableiten können. Nero d'Avolo glaube ich auch mit Helene, dass das klappt. Frank Fuhrmann, glaube ich, dass das ein starkes Pferd ist, das er da drin hat. Und dann glaube ich, Steffi könnte auch was holen mit Tonfolge für Christian von der Recke. Polarstern sowieso eine gute Form. Also meine Dreierwette wären die 3 vor der 9 und der 10. Und wenn es sein muss, eine 2-aus-4-Wette wird hier sogar angeboten. Schau mal, 2-aus-4-Wette, dann nehmen wir noch rein in der 2-aus-4-Wette die Nummer 2 Polarstern. Für unsere neuen Zuschauer, 2-aus-4-Wette heißt, ihr müsst 2 Pferde nennen, die unter die ersten 4 kommen, egal ob Erster und Fünfter, Erster und Vierter, Dritter und Zweiter, ganz egal. So, dann haben wir das 6. Rennen. Preis der Engelapotheke Becking und Ursa Farm Saarbrücken in Kategorie F-Rennen, 1950 Rennen. Und hier habt ihr auch so einen schönen Untersatz in der Ausschreibung drin. Der Rennpreis wurde durch eine einmalige Sonderzahlung durch den Verband Südwestdeutscher Rennvereine erhöht. Was müssen wir darunter verstehen? Ich hatte den Vorstand von dem Südwestverband angerufen und hatte ihn halt gefragt, weil im Südwesten zu der Zeit, in der ich angerufen hatte, ja wirklich aussah, als wären wir die Einzigen, die veranstalten wollen, ob es da noch Unterstützungen gibt, die wir ausschöpfen können. Und mit Erfolg. Und es wurde von ihnen auch nochmal extra unter die Arme gegriffen.
Und das machen sie im 7. Rennen auch. Also es gibt zweimal Geld vom Verband. Sehr schön. Wer ist der Vorstand? Mit wem hast du gesprochen? Bei wem müssen wir uns bedanken? Ich habe mit dem Herr Wilhelm gesprochen. Herr Wilhelm. Klaus Wilhelm. Der hat nämlich gerade am letzten Wochenende, der schwimmt gerade im Geld, der kann das zahlen. Die haben nämlich gerade die Viererwette gewonnen und waren die Besten in der Siegwette. Und somit dürfen zwei aus seinem Team, der Südwesten hilft weiterhin, heißt das Team, dürfen jetzt am Wochenende nach Hoppegarten, weil sie die Preise gewonnen haben und freuen sich sehr, haben uns gelobt und freuen sich über die Aktion und für den Rennsport. Und das ist toll, dass sie das auch weitergeben an euch und dass wir das von euch erfahren, dass sich der Kreis hier an der Stelle schließt. Dankeschön, Klaus Wilhelm und Team. Jetzt fangen wir mal, Lisa, komm, sag du mal ein Pferd, wer gewinnt hier? Im sechsten Rennen, also Engelapotheke. Ich würde sagen, das ist die Domstürmerin vom Henk Rewe. Der kommt nicht umsonst nach Honsrad. Okay, hat auch nur ein Pferd am Start, ne? Genau, ja. Ähnlich wie der Tony Potters. Ja, das ist natürlich ein klarer Hinweis. Außerdem Kamm 7, das müsste mit dem Boden passen. Also quasi ein Bruder, ein Halbbruder von Sie haben da was, der muss gut sein. Die muss gut sein, ist eine Stute. Okay, und guten Reiter habt ihr auch drauf, den Robin Weber. Genau, ja, der kennt auch die kleinen Bahnen. Also. Ja, also in dem Rennen ist mir erstmal ins Auge gefallen, Robin Weber reitet 60 Kilo, ja, also der wird wahrscheinlich heute und morgen noch in der Sauna verbringen und da eingeschlossen werden. Das muss Gründe haben, dass er dahin fährt. Diesen einen Starter von Henk Rewe reitet, der wird sich vielleicht ein bisschen der Knoten geplatzt sein. Ich glaube, der ist erst ein paar Wochen im Kölner Quartier und wird sich vielleicht verbessert haben. Da ist auch nicht allzu viel drin, ja, da müssen wir mal ehrlich sein. Hier wird nicht viel gefragt. Ich möchte noch die vier nennen, die hat der Herr van der Recke in England gekauft für 1.500 Pfund. Das ist nicht viel Geld, aber das Pferd hat schon Mittelfeldplatzierungen gehabt in England. Das dürfte hier sogar reichen, um zu gewinnen. Ja. Okay. Ja, Domstürmerin habe ich auch auf der Liste. Allein deshalb von Henk Rewe fährt er nicht hin. Also nur, weil er den Honsrader Regen erleben will. Sondern weil er vielleicht auch der Dame, der Domstürmer eine Chance geben will, dass sie mal ein Erfolgserlebnis hat. Denn bei den bisherigen 6 Starts war der beste Platz einmal Fünfter. Ist auch gegen starke Pferde gelaufen. Und vielleicht soll das Pferd mal siegen lernen. Dafür ist das, glaube ich, ein cleverer Schachzug. Taktisch clever von Henk und Co. Und Gestüt Karlsdorf gönnen wir das sowieso. Die unterstützt auch ja fleißig Wetten, dass das wäre ihnen zu gönnen. Ich habe noch zwei Pferde da drei. Einmal Uwe Schwinn mit Platz Superba. Das Pferd ist auch schon zweimal bei euch gelaufen. War im Schnitt 4,5er. Wenn es hier in dem Rennen bei 10 Pferdchen auch 4,5er wird, okay, gibt es noch 150 Euro, vielleicht wird es sogar Dritter oder Zweiter. Und ich habe drin mir aus aufgefallen, Tommaso Scardino für Effi Schnakenberg mit Oriental Princess. Das könnte auch funktionieren. Hat eine super Quote von 20-1 laut Sportwelt. Also das ist so fast mein Außenseiter-Tipp des Tages. Denn in diesem größeren Feld mit 10 Pferden 20-1, das ist schon was, wenn das wirklich so sein sollte, dann werden von mir 20 Euro auf Oriental Princess gehen. Und dann schauen wir mal, wie viel ihr mir zurückzahlt. Wir kommen ins letzte. Halt, stopp. Ich habe noch was gefunden. Ich habe nämlich gerade noch mal die Formen geguckt. Die 1 Eisenherz, der muss auch unbedingt genannt werden, weil wenn der sich die viertletzte Form in Düsseldorf, wo er Dritter war, hinter Palace Boy ja, und Ambrosius, wenn er sich an diese Form erinnert, dann ist er auch absolut Endkampfkandidat, zumal auch noch mit Spezialist Jan Xaver Weißmeier drauf. Ja. Ich bleibe dabei, wer jedes Rennen den Fabian 20er wettet, der geht ohne Brand nach Hause am Freitag. Und auch das ist ein Halbbruder von Sie haben da was. Also der muss auch gut sein. Sehe ich gerade, auch in Kamm 7. Gut, dann wird sich zumindest Gestüt Karlsruhe freuen, wenn sie zumindest mit ihrem Deckhengst hier weiterkommen. 7. und letztes Rennen. Der Tag nähert sich dem Ende. 18.15 Uhr schließt ihr morgen. Nein, nach dem Rennen natürlich 18.17 Uhr, wenn ihr pünktlich seid. Der Lottopreis. Hoffentlich nicht nur so genannt, sondern auch von Lotto unterstützt. Finanziell. Ja. Und auch hier wieder der Verband Südwest ist da am Start und hat euch die Möglichkeit gegeben, den Rennpreis zu erhöhen, dass ihr ein paar Pferde mehr kriegt. Hat sich gelohnt. 7 Pferde sind gemeldet. Ein Rausschmeißer, 1450 Meter, Kategorie F. Und die Lisa darf sagen, wer gewinnt. Also ich sage jetzt mal, der Christian Peterschmidt mit dem Treasure Quest wird das Rennen gewinnen. Sofern der Treasure Quest kein Problem hat mit der Bahn. Ne, das weiß man ja auch nie, ob die alle da so gut und so einfach um den Bogen kommen und ob die alle den Berg können. Aber von der Form her definitiv der Herr Peterschmidt. Und so als kleiner Außenseiter-Tipp, nee, eigentlich darf man es nicht Tipp nennen, aber so ein bisschen ein Pferd, das ich gerne habe, ist der Patronus. Der hat zwar noch gar nichts so vom Hocker gerissen,
Aber den würden wir uns wünschen. Den würden wir uns wünschen, dass er gewinnt. Und ich glaube auch, dass er die kleinen Bahnen eigentlich ziemlich gerne hat. Also könnte ich mir gut vorstellen. Okay, Guido. Ja, mein Geld geht mit meinem Freund Christian Peterschmidt. Miguel Lopez, übrigens auch ein guter Reiter auf den kleinen Bahnen. Ja, in Baden schon fast gewonnen. Ich glaube, alle Pferde von Christian Peterschmidt waren im Endkampf in Baden-Baden. Er bereitet die oft für Baden-Baden vor. Das hat nicht ganz geklappt diesmal. Der Mantano ist auch wieder gut gelaufen in Köln. Die sind eigentlich alle in Form. Und da sehe ich nicht viel Alternativen. Die 6 Adelis, die wird sich wahrscheinlich auch noch mit in den Endkampf einmischen. Aber normalerweise geht der Startziel nach Hause, der Treasure Quest. Ja. Guido, machen wir hier ein Mein vor Dein? Ja, von mir aus. Ich nehme aber die 1, ja. Ja, okay. Dann nehme ich Willst du wieder bezahlen oder was? Willst du wieder bezahlen? Ich will bezahlen. Du musst was Gutes tun. Auch hier muss die Jockey-Unterstützungskasse mitmachen. Ich mache nämlich einen Außenseiter. Ich glaube, dass der Robin Weber am Ende ein Doppel schafft mit Matilda Bay. Das Pferd ist zuletzt Zweiter in Baden-Baden gewonnen vor Mantano. Und Mantano war das Pferd, das wir in der Viererwette natürlich wieder nicht hatten. Wie Guido schon so schön sagte, er hat den ersten und den vierten angesagt am Wochenende. Ich hatte Roxa Lagu angesagt, da hatten wir drei. Und der einzige, der fehlte, war Mantano. Und der war immerhin hinter Matilda Bay. Und deshalb glaube ich, dass Matilda Bay hier eine Chance hat in dem Rennen. Auch wenn es von der Ausrechnung her hinter Treasure Quest mit 10 Kilo Hintergrund keine Chance hat. Aber klar, aber, die kam aber gut angeflogen in Baden-Baden. Genau. Das deshalb versuchen wir hier ein Mind for Dine. Komm mit 50 Euro für die Jockey-Unterstützungskasse. Ich sage Matilda Bay und du sagst Treasure Quest. Das letzte Mal, dass die dann auch was davon haben und freuen sich dann über Guidos 50 Euro. Also auch Flaunt It könnte sein, dass das Pferd mit da reinläuft. Ich habe kein Mitleid mit Laura. Dir. Nee, das ist okay. Musst du auch nicht haben. Mach schön die Schatulle auf. Ich mit dir dann auch nicht. Das kriegen wir dann hin. Damit haben wir alle 7 Rennen durch. Es ist ein 3-Stunden-Programm morgen Nachmittag bei euch. Nicht morgen, immer noch am Freitagnachmittag bei Lisa und bei Fabienne. Ihr habt bislang, vielleicht kann der Florian das mal einblenden, noch nie die Gelegenheit gehabt, dass ihr im Fernsehen gewesen seid, also eine Live-Übertragung hattet. Und entsprechend habe ich mir von Hans Mathiesen, vielen Dank, lieber Hans Mathiesen, nach Hamburg, mal eine Aufstellung machen lassen, wie denn bislang eigentlich so die Wettumsätze in Hornsrad gewesen sind. Und wenn wir uns das anschauen, das sind die Wettumsätze der letzten vielen Jahre, von 2004 an, ganz unten ist die letzte Zahl, da wartet ihr bis 2014 inklusive noch nie eine Außenwette. Das fing dann an mit der Außenwette, die dazu kam und entsprechend stiegen die Umsätze. Euer Rekordjahr war 2018 mit fast 30.000 Euro Umsatz bei 7 Rennen. Und das, Guido, müssen wir doch überbieten. Also wir beide alleine schaffen das nicht. Aber Appell an unsere Freunde aus den beiden Wetten, das liegen und allen Leuten, die am deutschen Galopprennsport interessiert sind, setzt ist in doch ganz klar, Christian, wie das funktioniert. Also wir beide werden in jedem Rennen ein Pferd 50 Sieg, 50 Platz spielen. Ja? Das auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal 1.400 Euro Umsatz da. Ja? Sehr gut. Super. Und ich denke auch, dass alle Karten verkauft werden und dass da gute Stimmung herrscht, auch wenn ein paar Tropfen Regen fallen. Ja? Ich weiß ja selber, vielleicht sagt ihr noch was zu den kulinarischen Sachen. Ja, meistens hier in Corona gibt es, ja, muss man ja verhungern auf den Rennbahnen. Ich weiß, auf den kleinen Bahnen ist das meistens anders. Ja? Da gibt es meistens leckeren, selbstgebackenen Kuchen und Würstchen, die nach was schmecken. Also vielleicht sagt er da auch noch was zu, ja? Ja, also leckeren Kuchen selbst gebackt haben wir natürlich auch. Verschiedene Sorten als Torte, trocken. Also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Und auch die Würstchen grillen wir selbst. Es gibt sogar Currywurst und Pommes. Ja, guck mal, das lohnt ja fast dahin zu fahren. Ihr habt aber keinen Bahntoto, ne? Sondern die Zuschauer, die auf der Bahn sind, müssen übers Handy dann auch wetten bei den Wetten ihres Vertrauens. Und das ist dann ja für euch dann letztlich auch bares Geld, auch wenn die Leute auf der Bahn entsprechend eine höhere Marge hinterlassen würden. Aber das sollen sie einfach dann in Bratwurst, Currywurst und trockenen Kuchen investieren. Ja. Trocken aber nicht im Sinne von trocken, sondern... Nein. Gut, das wollen wir wissen. Also, unser Ziel ist, dass wir es schaffen, für euch einen Umsatz von 50.000 Euro zu generieren. Also euren 30.000er zu erhöhen. Und deshalb der Appell an alle Leute, die draußen stellt auf, Honsrad, euren Fernseher an eure Wetten ein und sehen zu, dass wir das schaffen. Das wäre im Schnitt gut 7.000 Euro pro Rennen. Sollte machbar sein. Und Guido, was ist, wenn es keine 50.000 werden? Was loben wir aus? Ja, ich habe gehört, dass du halbnackt einmal um die Bahn laufen wolltest, aber das war nur ein Gerücht, habe ich gehört. Ja, also, ja das glaube ich kannst auch. Kannst du das bestätigen?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Das ist ein Gerücht, das kann ich bestätigen. Außerdem wollen wir Leute ja nicht abschrecken, sondern locken. Wir haben ja schon mal so eine Aktion gemacht im Matchrace. Wir könnten ja auch hoch zu Ross einmal um die Bahn reiten. Ja, du kannst das ja, ich nicht. Ich hänge mich dann dahinter. Ich mache dann Skihöring oder sowas. Immer mal im Winter. Ich werde ja schützen. Nee, was wir machen können, Guido, wenn das nicht klappen sollte, wenn wir keine 50 haben, dann spendieren wir jeder ein Fass Bier, dass sie nächstes Jahr entweder durch uns selbst, wenn wir es zeitlich hinkriegen, gezapft als Freibier ausgeben in Honsrad. Oder cool. Ansonsten kriegt jeder von euch einen Zapfhahn und jeder so einen Schläger. Und dann dürft ihr von mir ein Fass Augustiner 30 Liter aufschlagen und von Guido wahrscheinlich ein schönes Düsseldorfer Alt, oder Guido? Wichtig ist, ganz wichtig ist für alle, glaube ich, dass wenn du kommst und da zapfst, dass du dein Hemd trägst, ja? Das trage ich. Ich komme in Lederhose, wenn es soweit sein sollte, genau. Sehr gut. Das auf jeden Fall. Und der Guido kommt dann mit Düsseldorfer Narrenkappe. Ja. Kannst du mal deinen 50er bügeln, lieber? Also. Den machen wir auch. Also, es hat Spaß gemacht, Mädels. Deine 50 kriegen, gibt zwei Fass Bier. Danke. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Viel Erfolg auf der Heiderennbahn bei euch und mögen zu den 25.000 Euro, die ihr dem Rennkreislauf durch Züchterprämien und Besitzergelder zukommen lasst, fleißige Refinanzierung über die Umsätze kommen. Ein kleiner Hinweis noch in quasi eigener Sache. Es gab leichte Verwirrung für den Renntag in Berlin, in Hoppegarten, dass die Viererwette dort zu der Challenge gehören könnte, weil sie in der Sportwelt sehr ähnlich aufgemacht ist von der Deko. Aber wenn man genau liest, steht da nichts von 2.0 Challenge und so weiter, sondern es steht eine Mega-Viererwette Special. Also es werden 25.000 Euro ausgelobt. Es gibt auch den Tipp wieder von Guido, von Lars Wille und mir. Optisch sieht das sehr ähnlich aus, aber ihr könnt auch bitte alle dort wetten. Tut das, es gibt viel Geld zu gewinnen. 10.000 Euro Jackpot sind dabei. Aber es ist keine punktwertungsrelevante Geschichte. Also bitte wetten, aber nicht erwarten, dass ihr dafür Punkte für die Challenge bekommt. Die gibt es erst wieder am Sonntag in Düsseldorf. Und für Sonntag und auch für den Samstag werden wir eine Sendung aufnehmen am Freitag, die Freitagabend ausgestrahlt wird. Dann ist auch Lars Wille wieder dabei. Und der Guido hat dann wieder, ich besorge bei weitere Pferdefotos vom Guido. Und wenn Guido bitte sagt, ziehe ich auch wieder mein Oktoberfesthemd an. Fabienne und Lisa, ganz herzlichen Dank. Und der Guido darf, ihr dürft diesmal das Schlusswort sagen. Wisst ihr, was unser Schlusswort ist? Habt ihr schon mal unsere Sendung gesehen? Immer am Anfang. Also am Anfang waren wir eigentlich jedes Mal dabei. Jetzt gegen Schluss hatten wir so viel Arbeit. So. Okay, ja, das Schlusswort. Dann sagt der Guido das Schlusswort, das der Lars Willem sonst immer sagt. Also ganz schlimm. Ihr habt nämlich das Hemd vom Sundermann verpasst. Das ist der letzten Sendung. Unbedingt angucken, ja? Also, auf geht's. Auf geht's, deutscher Galopp mit Herzblut für Vollblut. Wo ist es? Also, diese tollen deutschen Galoppmützen sind in Köln. Ruft bei Marina Hinze an und holt euch die. Also, kann man tragen, auch bei Regenwetter. In dem Sinne, vielen Dank, Wetter auf Honsrad. Und viel Erfolg an eurem Renntag und herzlichen Dank für euer tolles Engagement, Lisa und Fabienne. Dankeschön. Ciao. Tschüss.